Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen auf diesem ungewöhnlichen Wege die erste Richard Oswald Tonfilmposse Wien, du Stadt der Lieder, ankündige. Ich küsse die Hand allerseits. Ich habe die Ehre und die besondere Auszeichnung, Ihnen, meine bezaubernden Damen, doch nicht. Und meine verehrungswürdigen Herren. Sie können mir doch nicht hier reinmeckern. Was heißt denn das? Meine verehrten Damen, meine entzückenden Herren. Also bitte alle mal hierher hören. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass ich als echter Wiener wohl das Recht habe, ein echtes Wiener Stück anzukündigen. Wenn ich schon höre, echter Wiener, nämlich alle Wiener sind aus Brünn. Warum? Weil ein jeder Berliner aus Breslau ist. Also, ich zeige Ihnen eine Tonfilmposse. Meine verehrten Damen und Herren, die Posse ist von Ernst Neubach, während die Musik von Hans May komponiert wurde, gespielt von der Kapelle Ben Berlin, die Darstellung. Ignaz Korn, Instrumentenhändler Sigi Hofer. Der dicke Hofer. Sie sind auch keine Sylphide. Emilie, seine Frau. Dora Rach. Steffi, beider Tochter. Charlotte Ander. Wenzel Pockhorny, Schneidermeister. Ich, Herr Paul Morga. Nicht so wichtig. Peppi Pockhorny, dessen Sohn. Sym. Igo Sym. Jawohl. Cäsar Grün, Zeitungssetzer. Ich, Herr Max Ehrlich, persönlich. Wichtigkeit. Burgstaller, Fleischermeister. Max Hansen. Ilona, Verkäuferin. Irene Ambrus. Piefke, Reisender aus Berlin. Paule Gretz. Lisa Bock, Cafetiere. Grete Nazler. Ferdinand, Oberkellner. Siegfried Arno. Gustl, der Piccolo. Gustl Stark, Stettenbauer. Nazi. Rudolf Meinhard Jünger. Ein Natursänger. Luigi Bernauer. Tonherstellung, Tonbildsyndikat, Aktiengesellschaft? Aha, daher der Name Tobis. Entwürfe und Ausstattung? Franz Schröter. Fotografie? Friedel Ben Grund. Gesamtregie? Richard Oswald. Der Film erscheint? Im Atlasverleih. Weltvertrieb? Cinema. Hersteller? Richard Oswald Produktion. Die Schnürsenkel der Damen sind aus dem Warenhaus Pachulke. Die Hosenträger der Herren, die Kragen, die Krawatten, die Perücken, die Bärte, die Schminken. Hören Sie doch auf mit den Sachen, das will doch kein Mensch wissen. Sie, was spürt man denn da? Das ist doch Wien, die Stadt.